Herzlich willkommen bei der Ghostwriting-Agentur GWriters. In diesem Video schauen wir uns einmal standardisierte Studienprogramme für die nebenberufliche Promotion an. Grundsätzlich sind diese Studienprogramme eher für extern Promovierende vorgehalten, das heißt für Menschen, die auch beruflich tätig sind und gerne nebenbei sich weiter qualifizieren möchten, eben durch den Doktortitel, um in höhere Positionen aufsteigen zu können. Es handelt sich hierbei in der Regel um kostenpflichtige, halböffentliche oder komplett private Promotionsprogramme von entsprechenden Hochschulen. Der Vorteil dieser Studienprogramme liegt auf der Hand. Beim traditionellen Doktor, beim internen Promotionsvorhaben ist es eher ein bisschen offener gestaltet, ein bisschen flexibler gestaltet. Der Zeitraum kann sich auch enorm in die Länge ziehen, je nach Promotionsvorhaben. Und hier bei diesen standardisierten Studienprogrammen haben Sie wirklich das Promotionsprogramm dann in dem im Voraus geplanten Zeitraum abgeschlossen, falls nicht irgendwas Gravierendes dazwischen kommt. Sie haben eine sehr intensive persönliche Betreuung durch Ihren Doktorvater, was bei dem internen Weg auch manchmal etwas zu kurz kommt. Also auch dies ist natürlich hier ein enormer Vorteil und auch ziemlich zeitsparend. Es gibt regelmäßige Seminare, regelmäßige Hausarbeiten und Präsentationen, die auch in der Regel terminlich bereits im Voraus geplant werden. Das heißt, Sie haben alles direkt auf einen Blick und können sehen, wie Sie dann durch dieses Programm durchgehen werden. Diese Vorteile, diese Struktur sind natürlich nicht nur Vorteile, sondern gleichzeitig für einige Menschen auch als Nachteil zu betrachten. Man spricht hier nämlich von der sogenannten Verschulung des Studienprogramms. Das heißt, es gibt einen festen Ablauf, wie eine Art Stundenplan damals in der Schule. Wissen Sie genau, wann Sie zu welcher Zeit wo sein müssen, was, wie gesagt, Vorteil ist, weil alles schön geplant ist, allerdings auch ein Nachteil sein kann, dadurch, dass Ihnen die Flexibilität fehlt. Weiterhin bringt dies natürlich einen hohen Zeitdruck mit sich, da Sie nebenberuflich eben all diese Termine wahrnehmen müssen, sich vor- und nachbereiten müssen. Und das führt natürlich dann zu einer hohen Doppelbelastung, zu einem hohen Zeitdruck, den manche Menschen vielleicht nicht gewachsen sind. Aber das sollten Sie sich natürlich im Voraus auch fragen und dementsprechend, falls Sie da Zweifel haben, gegebenenfalls eine Promotionsberatung in Anspruch nehmen. An welchen Hochschulen lässt sich dies machen? Oftmals greifen Studierende aufs Ausland zurück, schauen sich in UK um oder an anderen Standorten, wo es eigentlich bekannt ist, dass man auch solche Studienprogramme hat. Mittlerweile gibt es aber in Deutschland auch sehr, sehr gute, renommierte Hochschulen, an denen Sie das machen können. Zwei davon sind unter anderem die WHU oder auch die Frankfurt School of Finance. Falls Sie da weitere Fragen haben, können Sie auf uns zurückkommen oder informieren sich am besten einfach direkt bei der Hochschule. Fazit zu diesen standardisierten Studienprogrammen ist also, dass es sich hierbei um Studienprogramme handelt, die planbar sind, die Ihnen sicherlich auch Zeit sparen, allerdings auch sehr, sehr viel anspruchsvoller sein können, weshalb natürlich dann auch die persönliche Betreuung durch einen Promotionsberater oder teilweise die Abgabe von gewissen Textteilen, falls Sie da mal zwischendurch Probleme haben sollten, an einen Ghostwriter unbedingt Sinn macht. Wenn Sie dazu Fragen haben, auch Fragen, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen können und wo Sie sich weiterhin ansonsten noch unter die Arme greifen lassen können, scheuen Sie sich nicht und rufen uns einfach an. Vielen Dank fürs Zusehen.